Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute geht es um Kindererziehung und ich finde, das ist eines der wichtigsten Videos, die ich dieses Jahr zu diesem Thema hochlade. Alle, die kleine Kinder haben, jetzt unbedingt dranbleiben. Es geht darum, wie du das Unterbewusstsein deines Kindes am besten programmieren kannst, so dass es ein gesundes, glückliches und zufriedenes Leben führen kann. Und zwar, wir haben verschiedene Gehirnwellen, das wissen auch die wenigsten, weil wir es leider nicht in der Schule lernen. Aber in verschiedenen Bewusstseinszuständen, wenn wir gestresst sind, wenn wir konzentriert sind, wenn wir schlafen, verändert sich immer unsere Hirnfrequenz. Wenn wir zum Beispiel entspannen sind, im Einschlafen gehen wir rüber in die Theta-Wellen. Ja? Das ist meistens ganz tiefe Entspannung oder wenn wir schlafen. Kinder bis zum, ich weiß gar nicht, bis zum wievielten Lebensjahr, ich werde es euch aber einblenden, 6., 7., je nachdem, sind ständig in dieser tiefen, entspannten Frequenz mit ihren Gehirnwellen. Was passiert in dieser tiefen, entspannten Gehirnfrequenz? Da nehmen wir alles auf und speichern es ab. Hypnose kann nur funktionieren, wenn der Kopf tiefenentspannt ist. Ja, also wenn du irgendwo zum Hypnotiseur gehst, ich weiß noch nie da, aber die Technik ist so, dass man erstmal dafür sorgt, dass du entspannt bist, damit man sich auch hypnotisieren kann. Und was heißt Hypnose? Du bist tiefenentspannt, bekommst Dinge gesagt, die dein Unterbewusstsein dann glaubt oder dein Unterbewusstsein antwortet. Da kann man ja auch sehr schön auf dein Unterbewusstsein reingehen, weil es ja in dem Moment dann offen ist. Bei einem Kind ist es so, dass es ständig unter Hypnose steht, bis zu einem gewissen Lebensjahr. Das ist ein Wissen, wo ich mir denke, warum wissen es die Eltern nicht? Ich wusste es ja jahrelang auch nicht. Warum wird das nicht den Eltern gesagt? Warum lernen wir so etwas nicht? Wenn ein Kind ständig unter Hypnose steht, bedeutet es, er sollte keine negativen Nachrichten mit dir zu Hause sich anschauen. Das wird alles im Unterbewusstsein gespeichert. Er sollte sich keine Filme anschauen, die irgendetwas Negatives mit wie Monster oder gucken meine Kinder mittlerweile ja auch, ne? Aber wenn du kleine Kinder hast, gerade wenn sie 2 Jahre alt sind, 3 Jahre alt sind, lass sie nicht unbeaufsichtigt irgendetwas im Fernseher schauen oder irgendwelche Nachrichten im Radio hören oder negative Sachen sich anschauen oder lass sie auch nicht bei negativen Menschen. Hast du eine negative Schwiegermutter oder selbst eine negative Mutter oder Verwandte, lass dein Kind nicht dort. Das wird beeinflusst. Alles, was dein Kind hört, nimmt er auf wie ein Schwamm und schließt es in sich ein. Das hat Auswirkungen auf sein Leben später. Genauso wie du und auch ich, als wir klein waren. Ich weiß nicht, was ich mir alles anhören durfte und sehen durfte, aber es ist gespeichert drinnen in dem Unterbewusstsein, weil wir in diesem Zustand einfach alles aufnehmen, ohne zu hinterfragen. Auch du, wenn du die gleiche Gehirnfrequenz bekommst wie dieses Kind in dem Moment und du wirst beeinflusst, wirst du auch alles aufnehmen, ohne zu hinterfragen. Ist ein sehr großes Thema. Ich nehme jetzt nur die Spitze auf. Es geht jetzt hier wirklich nur um Kinder. Ja, auch um Kinder, aber es geht hier wirklich um Eltern, die sehr kleine Kinder haben. Egal, was du dem Kind sagst, es versucht dem zu entsprechen und speichert alles ab. Sagst du, du bist so ein faules Kind, du bist so ein dreckiges Kind, du bist so ein dummes Kind. Es wird es als Wahrheit abspeichern. Du meinst es nicht böse, du bist in dem Moment wütend, du bist vielleicht überfordert und gestresst, aber das Kind speichert es als Wahrheit ab. Deswegen beobachte deine Zunge, was kommt daraus im Umgang mit deinem kleinen Kind. Wenn es etwas älter ist, ist schon wieder was anderes. Ja, da kann es Sachen hinterfragen, aber auch ablehnen mit seinen Gedanken. Solange es so klein ist, lehnt es das nicht ab, was du sagst. Es nimmt es auf als Wahrheit. Und das Schöne ist, wenn du das jetzt weißt, kannst du dein Kind in eine gewisse Richtung lenken, in eine positive Richtung. Also ihm positive Dinge sagen, ihm schöne Dinge vom Leben erzählen, mit ihm schöne Filme sehen, die glücklich machen. Und dafür einfach sorgen, dass es nicht in einer negativen Umgebung aufwächst. Ganz, ganz wichtige Message an dich. Und wenn du weiterhin Informationen solcher Art von mir haben möchtest, trag dich bitte unbedingt in meine E-Mail-Liste ein. Trag dich da ein, du bekommst jetzt keinen Spam. Also du wirst nicht zugespammt mit irgendwelchen E-Mails, sondern wirklich nur die wichtigsten Informationen. In der Essenz schicke ich sie dann per E-Mail weiterhin zu. So verpasst du nichts von mir, so bleiben wir weiterhin in Kontakt, egal was hier im Internet passiert. Wenn ich deine E-Mail-Adresse habe, kann ich dir den Kontakt zu dir einfach weiterhin aufhalten, die Informationen zuschicken. Wenn du irgendwelche Fragen hast zu diesem Thema, die jetzt nicht beantwortet worden sind, schreib es mir mal gerne unten rein. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag.
eine wunderschöne Zeit mit deiner Familie. Und noch eins ganz zum Schluss, wenn du irgendwie negativ mit deinem Kind geredet hast, das habe auch ich glaube, das haben die meisten, ja, die sich sowieso mit dem Thema jetzt nicht so auskennen, habe ich früher auch, mach dir kein schlechtes Gewissen. Wir Eltern tun immer das Beste, was wir wissen, von unserem Standpunkt aus. Aber wir lernen ja immer mehr dazu. Jetzt hast du neues Wissen und dieses Wissen ist gerade für Mütter, die noch keine Kinder haben, die noch schwanger sind und das Kind kommt bald, ja, werdende Mütter, sehr wertvolles Wissen. Wirklich ein sehr wertvolles Wissen. Nutze es, nimm es mit in deinen Alltag. Lass schlechte Gefühle, Schuldgefühle weg. Egal, was du im Alltag gemacht hattest mit deinem Kind, was in der Vergangenheit liegt. Es war vielleicht ein Fehler in deinen Augen, es war vielleicht nicht so schön, aber du kannst es besser machen, indem du jetzt dieses Wissen nutzt, mit deinem Kind einfach viel positiver umzugehen, geduldiger umzugehen und ihm einfach nur noch Dinge zu sagen, die gut sind, und die negativen Dinge behalte sie einfach für dich, sag sie nicht. Das war's jetzt zu diesem Video. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Lass mir einen Daumen nach oben da, wenn du weitere Videos haben möchtest, und denk dran, unbedingt dich in meinem E-Mail-Verteiler einzutragen, damit du weiterhin mit mir in Kontakt bleiben kannst. Alles Liebe und bis morgen zum nächsten Video.